An meiner Seite begrüße ich Karl Hardcore Höfkes mit Trainer Les Herden und gleichzeitig auch Respect Amateur Leichtgewicht Champion 2012. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Ein harter Kampf gegen Singh. Warst du sehr erstaunt darüber, dass er deine Submission so am Anfang so gut verteidigen konnte? Ja, ich habe am Anfang gemerkt, ich war in ein paar Submissions drin und ich hatte auch das Gefühl, dass sie ganz gut sitzen, aber irgendwie war da immer noch so ein klein bisschen Platz zwischen und dann hat es auch nicht gepasst, aber was soll man machen? Ich meine, war okay, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und seitdem als Amateur ist es gerade auch schwer, weil man nicht so viel Kampferfahrung hat, erstmal im ersten Kampf zu bestehen. Heute musstest du direkt dreimal dran, weil das wirklich eine ultimative Herausforderung. Auf jeden Fall. Also ich hab mich eigentlich richtig gefreut hier drauf. Aber die ganze Woche Vorbereitung hat richtig Bock gemacht. Und beim ersten Kampf war ich noch ein bisschen schläfrig irgendwie. Und das ist, ja klar, mein erster Kampf, das war natürlich noch nicht richtig drin, aber ab dem zweiten Kampf, wo das losging, war das irgendwie ganz anders als beim ersten und hat richtig Bock gemacht und ich habe den Kampf richtig genossen, so, war richtig geil. Und der letzte war dann, so wie beim zweiten, war einfach Hammer. Also ich habe die ganze Zeit richtig viel Spaß gehabt. Les, spreche dich schon mal an, du bist ja berühmt auch für deine gute Einstellung der Kämpfer, dass du dir gutes Gameplay entwickelst. Heute bei Amateurveranstaltungen weiß man nicht so viel von seinen Gegnern. Ist das dann auch nochmal eine spezielle Herausforderung? Ja, das ist einfach ein Kämpfen unter, ich sag jetzt mal, anderen Gegebenheiten, weil man kann sich die Leute nicht aussuchen, die wird relativ oft gewechselt, die Gegner werden viel geswitcht und ich muss wirklich sagen, ich war diesmal im Vorfeld relativ faul, ich habe nicht großartig geguckt und so war auch meine Einstellung oder Einstimmung auf ihn. Ich habe so ein bisschen dieses Braveheart-Zitat bemüht, geh da rein und so einfach du selbst, wir machen keinen großen Gameplan, mach einfach da drauf, wo du Bock hast, was dir Spaß macht und womit du dich gut fühlst. Und wie der Karl schon gesagt hat, im ersten Kampf war er noch ein bisschen verkrampft. Und im zweiten und im dritten war er voll im Fluss, total im Flow. Also wie ein Klavierspieler, der sein Leben lang Klavier spielt, hat er da gekämpft und bin mächtig stolz drauf. Mächtig stolz. Dann frage ich mal kurz die Arm-Triangle. Du hast eben schon gesagt, die sah auch sehr tief aus. Die Rundenzeit, würde ich mal jetzt sagen, hat ihn vielleicht auch da gerettet. Ist es dann schwierig, wenn man schon fast einen Kampf abgehakt hat, dann nochmal in die zweite und dritte Runde eventuell gehen zu müssen? Also ich habe vom Gefühl her, für mich ist der Kampf erst vorbei, wenn der Schiri dazwischen geht. Und ich fange nicht vorher an, bevor ich merke oder wenn ich denke, der sitzt, dann höre ich nicht auf, ihn wieder weiter oder den Kampf schon abzuhaken. Ich glaube, das ist auch total verkehrt. Wenn man dann gerade vielleicht die Submission verliert, also ich versuche ihn komplett durchzuziehen, bis der Kampf vorbei ist. Und wenn der Kampf vorbei ist, dann ist der Kampf vorbei. Aber vorher ist er für mich nicht vorbei. Erst wenn alles unter Dach und Fach ist. Ben Hen, der Veranstalter, hat schon im Vorfeld gesagt, dass dem Gewinner der Turniere sehr wahrscheinlich einen Kampf auch bei der Respect-Profi-Veranstaltung blüht. Wirst du jetzt sagen, das ist das nächste Ziel und da wird man sich jetzt bald sehen, wenn du kannst? Auf jeden Fall, wenn ich kann, auf jeden Fall. Also ich hatte richtig Spaß heute. Also das Kämpfen an sich mit allem drum und dran. Das ist ein richtig, richtig geiler Sport, ein richtig geiles Hobby. Und warum soll ich nicht kämpfen, wenn es mir Spaß macht? Also auf jeden Fall. Letzte Frage an dich. Wenn er jetzt in der Profiveranstaltung oder bei der Profiveranstaltung kämpfen darf, heißt das jetzt viel Blut und Schweiß bei ihm für die Vorbereitung für diesen Kampf? Heißt es auf jeden Fall, weil ohne dem geht's nicht. Und dafür sind wir bekannt, wir machen eine harte Vorbereitung, für den einen oder anderen vielleicht sogar zu hart. Und so hat es der Karl jetzt auch schon kennengelernt, im Rahmen dieser Vorbereitung auf dieses Turnier war es schon übel. Und für die Profi-Veranstaltung, ich kann gar nicht sagen, wird es übler, bleibt es genauso. Wir machen immer das gleiche Ding, ich kann das ja nicht sagen, immer Amateur-Event, wir machen 70-80%, wir machen dann Vollgas. Und wenn er will, wenn er Bock hat, dann soll er es machen und dann werde ich ihn vorbereiten, so wie es immer gewesen ist, so wie es immer sein wird. Ich sag mal, wer den Spitznamen Hardcore schon hat, der scheint den auch nicht von irgendwoher zu haben. Trotzdem sollen dir jetzt noch die letzten Worte gehören. Wenn du noch Grüße verrichten möchtest, steht das frei, bitte gerne. Also ich danke erstmal Sparta komplett im Verein. Alle, die auch Thema mich unterstützt haben, alle, die auch zu Hause waren, die haben immer geschrieben, haben mir alles Gute gewünscht. Außerdem natürlich meinen Trainern, Les, Manuel, Micha und Volker auf jeden Fall für Stand-Up, Ringen und Boden. Ohne die läuft es einfach nicht. Dann auf jeden Fall BMS. Die immer geile Supplements am Start haben. Es ist einfach Hammer so, wenn man ein Hobby hat und dann auch noch so, sag ich mal, supported wird.
Dann alle, ja, jedes Familienmitglied, meine ganze Familie grüße ich, die auch immer hinter mir stehen, die das gut finden, dass man auch sowas macht, auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen kritisch gesehen wird, der Sport, aber wir haben dann deswegen. Und meine Freunde, die heute hier waren, auch wenn sie selber sich nicht mit der Materie so beschäftigen, die mich trotzdem hier unterstützen, also ein riesen Dankeschön. Ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite und alles Gute für die Zukunft. Danke.